Was geht ab, meine lieben Freunde? Hier ist euer M3D. Bin ich hier, Raymond? Und ja, ich habe Scheiße gebaut. Man kennt's. Aber das ist gar nicht schlimm, weil so können wir immer noch warten, dass die Dorfbewohner halt weiter schlüpfen, verstehst du? Weil die werden keine Schabernacks getrieben. Die machen keinen Geschlechtsverkehr oder so. Nee, das ist hier alles reine freundschaftliche Basis bei uns, verstehst du? So, es muss erstmal alles hier eins nach hinten. Das war der große Fehler an der ganzen Geschichte. So, dass dann kommen die hier auch nicht mehr raus. Ich traue mich gar nicht dagegen zu laufen. Mäh. Ja, aber es funktioniert. Sehr geil. So, dann müssen wir das halt auch nochmal wegprügeln. Wir müssen die Platten wegmachen. Aber wie gesagt, das ist alles kein Problem. Da beeilen wir uns mal ein bisschen. Dann können wir die alle auch wieder aufsammeln. So, ja, kein Thema. Perfekt. So, machen wir das einfach jetzt mal ein bisschen weiter. Wir müssen uns auch ein bisschen beeilen wegen Despawn und so. Wisst Bescheid. So, warte mal. Das Geile ist ja, in der letzten Folge, also in den letzten beiden Folgen, habe ich auch Scheiße gebaut. Da habe ich ja alles nachsynchronisieren müssen. Ich habe es zwar noch nicht gemacht, während dieser Aufnahme hier. Also zur Zeit dieser Aufnahme. Ich muss das noch machen. Ich bin da echt gespannt, wie es ablaufen wird. Naja. Aber eigentlich mag ich es halt, wenn man hier wirklich so nachsynchronisieren kann. Das macht schon Spaß, verstehst du? Weil da kannst du dich auch speziell einfach auf das Video konzentrieren. Und auf das Geschehnis. Und so musst du dich halt auch ein bisschen konzentrieren, musst bauen. Da siehst du ja. Geht einfach nur schief, verstehst du? Weil ich stumm bin. Haha. Ja, aber wir müssen uns echt beeilen, dass wir halt da unten noch diesen Spawn kriegen. Weil wenn die despawnen und die ganzen Betten weg sind, das wäre... Boah, Alter, das wird schon ein bisschen wehtun, ne? Muss ich sagen, wie es ist. Also da mal ein bisschen Tempo geben. Und ich muss mal gucken, wo wir überhaupt runterkamen. Weißt du, gestern erst noch aufgenommen und heute weiß ich schon gar nichts mehr. Das ist ein bisschen peinlich. So. Ganz, ganz schnell. Schön Tempo geben, weg damit, jawohl. Oh, ein Bett habe ich noch aufgehoben, ja. Ich glaube, unser Inventar ist eh randvoll, wir würden eh gar nicht alle Betten kriegen, ne? So. Perfekt. Jetzt nur noch herausfinden, wo wir runter können. Da ist die Leiter, na also. Ganz, ganz schnell. Und während wir runtergehen und uns den ganzen Lärm hier antun, werden wir mal gucken, wo wir die ganzen Betten verstauen können. Hier müsste es eigentlich gehen, oder? So. Die Falltüren sind überhaupt nicht schlimm. Die kann man einfach wieder neu machen, so. Die kosten auch nichts an Ressourcen. Wir haben hier auf jeden Fall mehr als genug Holz. Das tut uns also nicht so weh. Erfreulicherweise. Her damit! Ja! Wir müssen 20 Stück am Ende haben. Ich bin mal gespannt, wie viele es wirklich werden. So. Meinte, wir haben alle aufgehoben? Wir brauchen 20 Betten und 20 Falltüren, ne? Krise. Warte, wir gucken. Ob hier noch irgendwo was rumfliegt, aber darf eigentlich gar nicht. Ja, wunderbar. Dann gucken wir doch mal. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Gut. Falltüren. Wie viele Falltüren haben? Auch alle 20. Ja, ist ja ein Traum, Freunde. Ich habe gerade irgendeine Verbindung verloren. Ich vermute mal die Verbindung zum Internet. Hat man das Geräusch gehört in der Aufnahme? Ich hoffe mal nett, ne? So, wir brauchen eigentlich gerade gar nichts. Was wir wieder brauchen, ist einfach nur hochzugehen, oder? Ja, wir haben ja Erde dabei. Ja, dann passt. Dann gehen wir einfach nur wieder hoch und bauen den ganzen Shit dran. Dann gucken wir, wie viele Dorfbewohner wir haben. Setzen Schienen hin sozusagen, ein Schienennetz. Und gucken halt, dass die einfach, ne, schön... Warte mal, reicht das, wenn man einzeln setzt? Och, Junge. Hier so eins und dann einfach hier das Bett drauf. Oh, das geht. Kann ich das Bett hier dran setzen? Alter, das ist ja absolut geil. Aber die ist trotzdem scheiße gebaut, weil ich muss da ja trotzdem wieder hin. Warte. Wir wollen es ja weg haben. So, flupp. Okay. Sehr schön. Das hat gut geklappt. Ansonsten müssen wir jetzt 1, 2, 3, 3er Abstand machen. Ne, hier müssen wir es machen. Genau. Keine Scheiße bauen, Mensch. Aber seht ihr, das geht halt jetzt schnell, weil wir es ein bisschen einfacher haben jetzt. Weil der Rest halt schon steht. Ne? So. Flup, 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 flup. So, und weg damit. So muss es aussehen, Freunde. Da kann man hier auch nicht mehr runter. Alter. Stell mal vor, du lebst hier, ne? Musst hier Todesangst haben und hier Todesangst. Dann ist da vorne noch ein Zombie. Hast du da noch Todesangst? Ja, läuft doch. So, das gleiche machen wir natürlich hier auch noch. Das können wir jetzt hier wieder direkt hier dran setzen. Flup, flup. Warte, wir müssen die Betten rausholen. Zack, zack, zack. Schön viel ins Inventar knallen.
dass wir direkt damit arbeiten können. So. Und flup, 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 flup. Flup. Ja, ich hatte halt einen Gedankenfehler, ne? Das ist alles ein bisschen traurig. Aber als ich es damals auf dem Server gebaut habe, als ich mit Freunden gespielt habe, da war das genauso. Da habe ich genau den gleichen Fehler gebaut, weißt du? Und ich werde den niemals lernen. Kannst machen, was du willst. Wäh. Ja, guck mal hier, richtig parkourmäßig, wie ich hier abgehe, ne? Plum. 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 Und flum. Schön. Habe ich gerade voll ins Mikrofon geschrien. Keine Ahnung, warum. Aber kann man mal sehen, wie schnell das jetzt geht. Sexy. So, ich würde auch sagen, ich habe keine besondere Taktik jetzt eigentlich für die Dorfbewohner. Mein Plan sieht folgendermaßen aus, dass ich einfach, warte, jetzt habe ich vergessen, welche Taste das war. Die hier, ne? Auch so blöd. Ich habe mir einfach überlegt, dass ich die Dorfbewohner hier so reinlasse. Ne? Also überall 5 Stück. Und dann sollen die einfach sich schlafen legen abends. Und dann müsste es eigentlich klappen. Hier haben wir jetzt ein kleines Problem, weil wir brauchen ja noch die Leiter. Wo sind die Betten? 1, 2, 3, 4, 5. Perfekt. Da sind sie ja. Machen wir jetzt erstmal von hier aus. So. Ja, wie gesagt, ne, das mit der Leiter, das war auch nicht klug gesetzt. Aber es ist nicht schlimm. Weil wir können erstmal die hier benutzen. Dann bauen wir das tatsächlich mal zu. Wir brauchen diesen Block. Ah, wobei, komm, wir lassen es mal offen, weil wir noch nicht wissen, wie es mit den Dorfbewohnern läuft, ne? Machen wir erstmal den Kram hier strukturiert weiter, so wie es sich gehört. Och. Och, jetzt habe ich hier alle Blöcke weggehauen, Mann. Da haben wir ihn doch. Und damit geht's. So. Crouchen und ab geht's. Blab, blab, blab. Wunderschön. Und weg damit. So, schnell korrigiert. Hat jetzt 5 Minuten gedauert, ungefähr. Ist scheiße, aber da machst du nichts. Aber warte mal, ich bin auch doof, ne? Ich muss doch hier wieder runter. Ne, geht ja gar nicht. Och, Junge. Doch, geht. Alles geht, man muss nur wollen. Wir haben ja noch 2 Leitern irgendwo. Dann machen wir wieder einen Weg nach oben. Achso, wahrscheinlich hier dran, ne? Ja, ich mag's kompliziert, Freunde. Sorry. Ich stehe mir gerne selbst im Weg. Stehst du? So, und ab nach unten. Jetzt wird's auch dunkel, ist halb so wild. Jetzt ist die Frage, wie kriegen wir die Dorfbewohner perfekt nach oben? Ja, durch Gleise und sowas ist ja klar, ne? Ist ja klar, ist klar, Junge. Wir haben erstmal genug davon. Wir brauchen viele davon. Wir machen nur diese Bepowerten jetzt einfach. Nur einfach aus Prinzip. So, dann machen wir nochmal hier gerade welche draus. Ich glaube, wir brauchen so viele wie nur möglich, ne? Und da ist jetzt auch nochmal kurz Pendern gesagt. Gute Nacht, meine lieben Freunde. Hoho. Nee, geil, es hat gut geklappt. Also ich bin sehr zufrieden. Ich wusste, es wird halt, dass ich Scheiße gebaut habe. Aber ich hätte gedacht, dass es so schnell zum Ausgleichen geht. Meinte, ich schaff's darüber zu springen. Wow, Kamikaze. Nee. Wow, Kamikaze. Oh Gott. Ja, kein Problem, Freunde. Das mach ich doch jeden Tag, Mann. Das ist mein Weg nach Hause, so weißt du? Den ich jeden Tag gehen muss. Gar kein Problem. So. Wir haben ja jetzt diese Gleise. Mit denen kann man ja weiterarbeiten, theoretisch gesehen. Ja, wir gucken jetzt erstmal hier rein, wie es hier drin überhaupt aussieht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, der Kleine da. Also wir haben mindestens 14, das ist doch schon mal ganz geil, oder? Ja. Ich weiß halt, was die weiteren Bedingungen sind. Oh, guck mal hier. Das ist übrigens ein Easter Egg, dass er diese Blume in der Hand hat. Das ist von dem Studio Ghibli-Film angelehnt. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Das Schloss im Himmel oder so? Kann's euch leider nicht sagen, Freunde, aber so im Ungefähren ist es auf jeden Fall. Aber wie gesagt, wir können das hier benutzen und müssen dann einfach nur nach oben kommen. Warte, 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 den Rucksack können wir jetzt erstmal zur Seite legen. Wir brauchen jetzt nur den, weil da die Gleise drin sind. Der Rest kann man jetzt erstmal weg, so. Ja, wobei, Steine brauchen wir natürlich, oh, Steine brauchen wir natürlich auch, weil wir müssen ja irgendwie auch nach oben kommen. So, holen wir alle raus, ne?
Kann man hier noch irgendwas wegpacken? Ja, die Half-Slabs auf jeden Fall, die Wolle. Wir brauchen immer noch nur die. Und dann können wir das hier unten hinpacken. Leiter brauchen wir jetzt gerade auch nicht mehr. Da nehmen wir nämlich hier den Block rein und wir nehmen die anderen Gleise mit rein. So, warte, wo sind sie? Da. Okay, 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 okay. Heißt, Freunde, wir gehen jetzt hier lang. Ne? Achso, die kann man ja gar nicht in Kurven legen, Junge. Perfekt. Die muss noch befeuert werden, das ist klar. Mach ich jetzt einfach so. Weiß ich das nicht? Oh, geil, Alter. Dann halt so, Mann. Ansonsten legen wir hier nochmal ein Ding drauf und hier, dass es schön schnell geht. Ne? Und dann führen wir den Weg hier hoch, ja, hier entlang. Wie viel haben wir dann jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Den Weg muss er eigentlich schaffen. Das Schlimme ist halt an der ganzen Geschichte, dass ich eigentlich sowas mir immer gerne ercheate. Da muss ich mal hier zu meinem Bedauern beichten, so. Also einfach Dorfbewohner cheaten und dann töte ich welche und dann reicht das schon. Aber es ist halt eigentlich ein bisschen dumm, ne? So. Weil man will ja auch mal so ein bisschen was erreichen, also auf faire Art und Weise. Und es ist jetzt zum ersten Mal so, dass ich das wirklich endlich da hoch mache. Ah, es sieht schon wild aus irgendwie, ne? Muss man echt sagen. Wir müssen dann oben noch das Wasser hinpacken, aber das machen wir erst, wenn wir die Dorfbewohner oben haben. Was unser größter Krampf übrigens sein wird. Das habt ihr wahrscheinlich schon erkannt. Ja, am klügsten, wenn ich das am meisten vermeiden kann, da hoch zu müssen. Ne? Heißt, dass ich eigentlich hier so ein bisschen außen rum gehe. Und mich dann hier hoch arbeite. Und dann machen wir das wirklich mal so. Ja, Freunde, ich hab einen guten Plan. Warte mal. Das wird was. Ich gehe jetzt nämlich nochmal hoch. Und dann machen wir den direkten Weg nach unten. Aber dass wir den halt von oben aus starten. Verstehst du? Oh, ich glaube, das ist klüger tatsächlich. Und darüber und darüber. Allein der Weg nach oben ist ja schon geisteskrank. Aber lass uns auch noch was überlegen. Gucken wir ganz kurz, was in den Truhen ist. So, jetzt ist die Frage. Es reicht erstmal, wenn wir alle Dorfbewohner nach oben bekommen. Aber die müssen dann oben bleiben. Heißt eigentlich auch, wo ist der Weg nach ganz oben? Hier, ne? Wir gehen jetzt nochmal nach ganz oben und dann müssen wir von da aus Schritt für Schritt nach unten. Wir haben die Zombie-Plattform übrigens auch noch nicht fertig, aber das kommt halt erst noch, wenn wir überhaupt mal einen Zombie haben. Oh, keine Scheiße, Junge. Jetzt fällt es am Ende oben runter, dann ist auch doof. So, wir sind jetzt hier oben. Tief durchatmen, Freunde. Tief durchatmen. Der Weg ist das Ziel. Heißt. Boah, es wird scheiße, ne? Es wird absolut scheiße. Ich würde jetzt erstmal so sagen und ja, den Block können wir wegmachen. Hauptsache, die können halt nicht nach oben springen, ne? So, hier würden sie es, glaube ich, können. Das ist ein bisschen doof. Aber darüber machen wir uns jetzt keine Gedanken. Heißt, die werden jetzt hier oben. Jetzt muss ich halt gucken, wie kriege ich denn jetzt den Weg nach unten, Mann? Das ist ja komplett bescheuert, ne? Ach, weißt du, da könnte ich auch schon wieder direkt kotzen, ne? Funktioniert gar nicht so, wie ich mir gedacht habe, ne? Weil wenn wir das von unten machen, da könnte ich eine Fackel hinlegen, sozusagen. Also so. Da könnte ich oben drauf einfach einen Block legen und daran halt eine Fackel dran. Ah, scheiße. Das ist eigentlich nicht gut, so. Wenn wir das von unten machen, tatsächlich. Aber es schreit momentan alles danach. Ja, Mist. Ja, sorry, Freunde, dann muss ich nochmal runter. Das war so nicht gewünscht. Aber es ist halt, ne, es ist halt einfach ein Muss so. Von hier aus würde es aber jetzt wieder gehen. Also, wir müssen jetzt nicht ganz nach unten. Ich glaube tatsächlich, ich will mich an dieser Wand hier orientieren. Doch, an dieser Wand orientieren wir uns. Warte mal. Würde ich gerne erstmal das Wasser zumachen. Haben wir irgendwo einen Wassereimer? Eigentlich ja. Ist bestimmt wieder im falschen Rucksack, oder? Nee, hier, in dem hier. Perfekt. Okay. Och, Junge. Nicht du schon wieder, please. Lass mich arbeiten. Danke. Toll. Ich will was wegwerfen. So. Nein! Los, her damit. Danke. Hier arbeiten wir jetzt.
Ja, das wird schon viel, viel besser. So, dann sehe ich das erstmal so, dass wir hier eine Fackel hinsetzen und dann hier einen Block oben drauf. Und dann hier eine Schiene, ne? Das funktioniert doch jetzt, oder? Und das machen wir jetzt hier die ganze Zeit so nach oben. Ich wollte eigentlich hier... Doch, an der Wand orientiere ich mich ja. Perfekt. Na, klappt doch. Es ist ein bisschen komisch, weil wie gesagt, ich habe es noch nie gemacht. Da muss ich jetzt ein bisschen kreativ sein, aber mit der Methode müsste es eigentlich gut klappen. Oh. Es geht auf jeden Fall schon mal gut los, ne? Wir brauchen noch mal ganz kurz Erde da rein. Ja. So. Damit kann man besser arbeiten. Und vielleicht auch ein bisschen schneller. Also ein bisschen Tempo wäre schon ganz angebracht. Wuppa. Wieso geht's nicht? Aha, jetzt geht's. Okay. Ne, warte mal. So. Ach, ich kann es auch einfach von hier aus machen, ne? Das ist ja eigentlich ziemlich fein gerade. So, dann kommt das hier auch nochmal weg. Was ein komischer Weg, meine Freunde. Ich bin absolut lost, aber es scheint ja zu funktionieren in irgendeiner Art und Weise. So, weg damit. Wir brauchen Platz. Flup. Und flup. Und flup. Und flup. Ja. Das muss auch nochmal weg. Ab hier geht es jetzt schneller zum Glück. Also würde ich jetzt einfach mal behaupten, ne? So. Ja, geil. Funktioniert ja wirklich. Aha. So. Und so. Ja, geil. Das funktioniert ja richtig gut und sogar richtig schnell. Also ich bin gerade ein bisschen begeistert und auch sehr überzeugt von der ganzen Sache. Muss ja nur noch herausfinden, wie ich irgendwie einen Dorfbewohner wirklich da reinbekomme in so einen Karren da. Okay, langsam müssen wir aufpassen, dass wir auch nach links abbiegen. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, meine lieben Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss!